Moin aus der Krummhörn. Wir befinden uns im schönen Ort von Pilsen-Neu-Ethum. Heute möchten wir Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus mit Nebengebäude präsentieren. Das Haus datiert aus dem Baujahr 1962 und steht auf einem Erbbaurechtsgrundstück von rund 1364 Quadratmetern. Das Grundstück kann auch käuflich erworben werden. Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 110 Quadratmeter. Es verfügt über 6 Zimmer und einem Teilkeller. Die ruhige Sackgassenlage und die Nähe zum Fischerort Verziel wird Sie begeistern. Folgen Sie uns auf einem kleinen Rundgang. Als erstes möchte ich Ihnen das WC zeigen. Es befindet sich hier mit Waschbecken. Auch die Elektrik ist hier untergebracht. Der Fußboden ist mit PVC ausgelegt. Über den Flur, der mit Korbboden ausgelegt ist, erreichen Sie die Küche. Die Fenster im gesamten Obergeschoss haben eine Außenjalousie. Drei Räume im Erdgeschoss haben eine Holzbalkenlage, wie man auch so schön hören kann hier. Auch hier diese Fenster haben eine Außenjalousie und sind noch mit Teppichboden ausgelegt. Als nächstes zeige ich Ihnen das Schlafzimmer hier unten im Erdgeschoss. Auch hier finden Sie Teppichboden. Vom Flur erreichen Sie den Teilkeller. Über den hinteren Flur erreichen Sie das Badezimmer. Hier im hinteren Flur ist die Therme aus 2015 untergebracht. Das Badezimmer wurde 2015 renoviert. Es verfügt über eine ebenerdige Dusche, eine Badewanne und mit zwei Holzfenstern ist es ausgestattet. Von hier aus gelangen Sie in den Wintergartenanbau, hierzu später mehr. Jetzt möchte ich Ihnen das Obergeschoss zeigen. Herzlich willkommen im Obergeschoss. Das Obergeschoss verfügt nochmal über drei Zimmer, alle unterschiedliche Raumgrößen. Als erstes zeige ich Ihnen das kleinste Zimmer. Das ist auch das kleine Zimmer, verfügt über eine Außenjalousie. Am Boden liegt Teppich. Dann möchte ich Ihnen das zweite Zimmer zeigen. Auch hier finden Sie Teppichboden und natürlich auch eine Außenjalousie vorhanden. Das gesamte Obergeschoss verfügt über eine Betondecke. Jetzt möchte ich Ihnen hier das größte Zimmer zeigen. Von hier aus haben Sie den direkten Blick in den schönen Garten. Durch eine Leichtbauwand getrennt befindet sich hier nochmal ein zusätzlicher Stauraum. Jetzt möchten wir Ihnen den Außenbereich präsentieren und natürlich auch den Wintergartenanbau. Vom hinteren Flur aus erreichen Sie den Wintergartenanbau. Der Anbau hat eine Größe von ca. 30 Quadratmeter und verfügt auch über Außenjalousien. Außerdem erreichen Sie von hier aus die überdachte Terrasse und Sie gelangen zu den PKW-Stellplätzen. Jetzt nehme ich Sie mit in den Außenbereich. Herzlich willkommen im Außenbereich. Der Hauswirtschaftsraum und eine angrenzende kleine Werkstatt befinden sich im massiv gebauten Nebengebäude. Weitere Nutzflächen finden Sie hier in unterschiedlichen Holzschuppen vor. Der wunderschöne und liebevoll angelegte Garten ist optisch mit einer Thuja-Hecke getrennt. Im vorderen Bereich befinden sich zwei PKW-Stellplätze. Eine Wassersisterne, die ideal zur Gartenbewässerung dient, befindet sich unter der Blechgarage. Das Erbbaurechtsgrundstück hat eine Größe von insgesamt 1364 Quadratmeter. Dieses kann käuflich erworben werden. Nähere Informationen gerne auf Anfrage. Wenn Ihnen unser kleiner Rundgang hier in Pilsen-Neu-Ethum gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Das Ahoi-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag.